jeden Tag, den ich haben darf als Trainer, den versuche ich so leidenschaftlich wie möglich auszufüllen. FCN war in dieser Zeit eine Riesenfamilie. Die Saison war trotzdem 23 Punkte, die Chancen waren da, aber... Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich einfach beim Eishockey geblieben bin. Es war immer meine größte Leidenschaft. CEF Inside, diese Ausgabe mit Robert Palikutscher, dem Sportvorstand des 1. FC Nürnberg. Herr Palikutscher, wir sind im Trainingslager des 1. FC Nürnberg in Mariaalm, der Hochkönig. Für Sie eine besondere Bedeutung? Ach, es ist ein Trainingslager, ne? Ob das jetzt hier ist oder in der Schweiz oder wir in Deutschland geblieben wären. Aber ich glaube, hier finden wir ganz gute Bedingungen vor. Wir haben gute Wetterverhältnisse für Fußballtraining, weil es ein bisschen regnet. Wir haben nicht die Hitze der letzten Wochen und der Platz ist gut, das Hotel ist gut, von daher alles gut. Aber trotzdem hat man hier irgendwie so den Eindruck, das ist auch schon ein Ort, der Ihnen schon auch irgendwie persönlich ein bisschen taugt. Ich war schon ein paar Mal hier. Ja, man kennt sie, es ist kein großer Ort und wenn man ein paar Mal hier war, dann baut man auch irgendwo eine Beziehung zu den Menschen auf. Ne? Ich bin gerne hier. Jetzt sind wir zum ersten Mal mit der Mannschaft hier. Ich glaube, die Bedingungen sind ganz gut. Von daher, wir mussten was verändern. Ich glaube, die Bedingungen waren auch gut letztes Jahr in Natz. Letztendlich sind wir abgestiegen und ich sehe es so, dass man dann einige Sachen verändern sollte, nachdem man eine weniger erfolgreiche Saison gespielt hat. Für Sie die Berge, was Spezielles, Berg oder Meer, was ist eher das, wo Sie hingezogen werden als Magnet? Ich mag beides. Wenn ich mal einen Tag frei habe, dann könnte ich jetzt nicht sagen, ich gehe lieber irgendwo auf den Berg oder leg mich an den Strand. Ich bin da sehr einfach, was das angeht. Versuchen wir mal einen kleinen Bogen zu spannen. Bückeburg, ein Ort wahrscheinlich vor 41 Jahren, der für Sie eine besondere Bedeutung hat. Ich glaube, für meine Eltern hat er eine größere Bedeutung. Ich bin da geboren, ja. Aber ich bin dann erst mit 14 wieder nach Bückeburg gezogen. Direkt nach der Geburt habe ich dann die ersten 14 Lebensjahre in Kroatien gelebt, bei meiner Großmutter. Aber trotzdem in Deutschland geboren und dann sind die Eltern wieder zurück? Nee, meine Eltern sind da geblieben. Ich war ein Gastarbeiterkind, die haben viel gearbeitet und ich glaube, das war jetzt nichts Unübliches, dass man dann bei seinen Großeltern aufwächst. Die Jugend in Kroatien, was ist Ihnen da so hängen geblieben? Was hat Sie da so geprägt? Straßenfußball. Ganz viel Straßenfußball. Schule, welche Bedeutung hatte die von den Großeltern? Sind Sie da eher, war die Oma da eher großzügig oder dann schon eher streng? Sie war streng, aber konnte großzügig sein, wenn die Noten gepasst haben und die Disziplin da war. Von daher, ich hatte eine gute Kindheit. Also ich würde es... Wenn ich es normal machen könnte, würde ich es nicht verändern. Also ich bin sehr zufrieden damit, wie ich erzogen wurde. Ich denke mal, natürlich dann Kroatisch die Hauptsprache in der Kindheit und Jugend oder wurde im Elternhaus dann trotzdem auch Deutsch irgendwie schon mitgesprochen? Nee, ich habe Kroatisch als Elternsprache, also als Muttersprache. Deutsch habe ich mir irgendwie selber beigebracht. Meine Eltern haben mir Videokassetten aufgenommen mit irgendwelchen Filmen. Im jugoslawischen Fernsehen damals gab es nicht viel Entertainment, sondern ich glaube, als ich mit 14 nach Deutschland zurückgezogen bin, ich konnte schon einigermaßen Deutsch, aber es hat nicht gereicht, um im Deutschunterricht im Diktat eine gute Note zu schreiben, also musste ich schon noch ein bisschen Nachhilfe nehmen. Wie schwer war es, mit 14 wieder zurück nach Deutschland zu kommen, ein Land, wo Sie ja schon beschrieben haben, von der Sprache her, waren Sie jetzt noch nicht richtig deutsch-deutsch? Weil der Fußball hat es einfach gemacht, ne? Ich habe direkt einen Fußballverein gehabt und über die Mannschaft viele Freunde dazu gewonnen, täglich Training gehabt und dann ist der Einstieg in eine neue Gesellschaft dann doch einfacher. Wie schwer war die Umstellung von der Schule her, von der kroatischen zur deutschen hin? Schule war ich immer gut. Von daher, es war keine schwere Umstellung. Ja. In Ihrer Kind- und Jugendzeit, wie viel hat Musik eine Rolle gespielt? Die Leidenschaft zum Sport haben Sie ja schon kurz umrissen. Also die schönste Musik war dann immer, wenn der Ball im Netz eingeschlagen hat beim Fußball. Von daher, ich bin jetzt kein Konzertgänger und Clubgänger oder ähnliches. Für mich gab es nur Fußball eigentlich. Nicht die Frauen oder wann haben die angefangen für Sie interessant zu werden? Die Frauen. Ach. Später. Hatten Sie neben Fußball auch andere Sportarten oder waren Sie da einfach vom Interesse her Fußball, Fußball, Fußball? Ich habe in der Kindheit noch
Basketball und Handball gespielt. So, und dann sind da, glaube ich, ja die drei Hauptsportarten in Kroatien gewesen. Irgendwann muss man so seinen Weg einschlagen. Bei mir war es dann der Fußball geworden. Obwohl ich die anderen zwei auch sehr gerne gespielt habe. Wie stehen Sie mittlerweile zu den anderen beiden Sportarten? Verfolgen Sie die noch ein bisschen oder hat man da gar keine Zeit mehr so richtig dazu? Ich war live in Köln, in der Lanxess Arena, beim Spiel Kroatien-Deutschland, Handball. Bittere Niederlage, aber ich war in einer Gruppe von Jungs, alles, die hatten alle ein Deutschland-Trikot, ich mein Kroatien-Trikot, von daher. Da bin ich dann ein fairer Verlierer. Ne? Wir hatten einen schönen Abend, alles gut und Basketball verfolge ich dann doch im Fernsehen noch. Und das Herz, klar, wenn jetzt Deutschland Kroatien spielt, klar kroatisch? Ich bin dann für Kroatien, ich stehe dazu. Ne? Bei meiner Familie ist es so, meine Frau ist Deutsche, die zieht sich ein Deutschland-Trikot über. Und die drei Kinder sind, ja, da ist ein Diplomat dabei. Die eine Tochter zieht sich ein Deutschland-Trikot an und die andere zieht sich ein Kroatien-Trikot an. Von daher. Ich weiß nicht, wir hatten jetzt lange kein Duell gegeneinander, aber bin gespannt, wie es dann läuft, wenn in einer der Sportarten die Länder gegeneinander spielen. Also ein schwieriges Familienduell. Nein, um Gottes Willen. Es ist nur Sport. Ne? Es ist klar, es ist emotional, es ist schön, aber mein Gott. Am Ende keiner. Also es passiert nichts Schlimmes, ne, wenn der eine oder der andere gewinnt. Wenn Sie sich nach Ihrer Schule so überlegt haben, wenn es mit dem Fußball irgendwie nicht so klappt, was wäre Ihre Alternative gewesen? Es gab schon Möglichkeiten. Ne? Wie gesagt, in der Schule war ich ganz ordentlich. Es wäre wahrscheinlich was in die Wirtschaftsrichtung gegangen. Nach der Schule haben Sie ja gesagt, Sie haben überlegt, eventuell wieder zurück nach Kroatien zu gehen. Wie ging es mit Ihnen weiter? Ich bin nach dem Abitur nach Amerika, Los Angeles, da studiert. Dann habe ich auch schon da gemerkt, dass wenn ich nicht irgendwann einen Absprung zurückschaffe, dass ich dann da hängen bleibe. Und bin nach einiger Zeit dann wieder nach Deutschland zurück, ja, und bin dann Profifußballer geworden. Aber Los Angeles, um dort hängen zu bleiben, wäre es ja auch nicht gerade der schlimmste Ort. Nein, es wäre nicht schlimm geworden, aber man hat so eine Zeit. Jugendliche oder wenn man jung Erwachsener ist, vielleicht hat man nicht den konkretesten Plan fürs Leben. Ne? Und wenn dann so die Lebensabschnitte sich an einem Punkt neigen, wo man Entscheidungen treffen muss, irgendwie hat es mich dann doch immer wieder zurückgezogen. Ne? Und der Fußball hat Sie immer so weit getragen, dass Sie sagen konnten, ich kann davon leben und es trägt mich so, dass Sie da an den Punkten keine Alternativen im Kopf sich stricken mussten? Ich hatte schon die Weitsicht, dass es irgendwann mit Fußball zu Ende geht. Ne? Und ich weiß, ich habe jetzt nicht auf dem Niveau gespielt, dass ich sagen kann, ich kann davon eines Tages leben. Trotzdem, ich habe es gerne gemacht, Fußballspiel. Ich würde es nochmal so machen. Letztendlich, immer ich habe jetzt bei St. Pauli und Fortuna Düsseldorf gespielt, zwei große Traditionsvereine mit einer geballten Emotionalität. Es hat schon Spaß gemacht. Verdammt viel Spaß gemacht. Und ich habe mir keine Sorgen um die Zukunft gemacht. Irgendwie denke ich mir, wenn man klein im Kopf ist und wenn man einen großen Willen hat zu arbeiten, dann ist man nicht so ganz aufgeschmissen. Von Niedersachsen nach Kroatien, über Amerika, dann auf einmal ins Rheinland. Sind das andere Deutsche? Linksrheinisch, sagt man ja zumindest. Ja, auch in Deutschland gab es Umstellungen, ne? Also der Norddeutsche ist dann schon anders als der Rheinländer oder der Franke jetzt. Ne? Und, ich hatte eine gute Zeit im Rheinland. Also meine Kinder sind ja also größtenteils auch da aufgewachsen. Ich denke mal, die werden das auch jetzt so ein bisschen für sich oder in sich haben, diese rheinische Frohnatur. Das ist eine schöne Gegend. Also wir hatten da eine gute Zeit. Oder ich hatte eine gute Zeit, meine Familie lebt ja momentan noch da. Sind Sie ein Fan vom Karneval? Ja. Guck mal, ich meine, es bleibt einem übrig, ne? Die eine Woche, wo alle durchdrehen, man kommt nicht rum. Ich bin jetzt keiner, der 7 Tage Karneval feiert. Aber so ein, zwei Sachen nehme ich dann doch mit. Ja, da können Sie ja uns Franken mal ein bisschen mehr anschieben. Bei uns heißt es zwar Fasching, aber diese Emotionalität haben wir wahrscheinlich bei uns auf den Festen nicht so. War das dann auch immer für die Mannschaft was Besonderes, diese Zeiten? Und ich denke mal, für den Staff außenrum schwierig, da die Narren wieder einzufangen. Ach, ich glaube, das hängt dann, das hat immer von dem Spielplan bei der Mannschaft abgehangen. Wenn,
wenn du ein Montagabendspiel hattest, dann hattest du auch kein Karneval feiern können. Aber wenn du das Glück hattest, dass du Freitag oder Samstag ein Spiel hattest, dann konntest du schon was mitnehmen. Und letztendlich hat der Verein Fortuna Düsseldorf dann vor ein paar Jahren selber beschlossen, noch aktiver am Karneval teilzunehmen mit einem eigenen Wagen. Und dann kommst du halt als Verein, Mannschaft, Mitarbeiter nicht drum herum, auch an dem Rosenmontagszug teilzunehmen. Es ist ein Erlebnis. Auf jeden Fall. Wenn man im Rheinland ist und die Möglichkeit hat, aktiv daran teilzunehmen, dann wird man es, glaube ich, nicht bereuen. Wie war für Sie so die Umstellung von Spieler so langsam in die Funktionärsebene, in die quasi andere Ebene? Ich hatte genau 5 Minuten Zeit, mich umzustellen und darüber nachzudenken. Und zwar, ich habe mich morgens um 9.30 Uhr in der Kabine von der Mannschaft verabschiedet und ungefähr 100 Meter weiter und 2 Minuten später habe ich meinen Job bei Fortuna angefangen. Was ist dabei in Ihnen passiert? Ist ja doch eine Art der Verantwortungsverlagerung. Gut, ich habe damals im Wintertrainingslager Gespräche mit dem Vorstandsvorsitzenden Peter Friemuth, unserem Vorstandssport Wolf Werner damals und Norbert Meyer war der Trainer, die auf mich zugekommen sind, ein halbes Jahr vor Vertragsende und mir gesagt haben, dass ich dann letztendlich doch mehr verletzt bin als auf dem Platz und der Verein in Zukunft wachsen wird und ob ich mir nicht vorstellen könnte, für den Verein zu arbeiten. So, und dann, wir waren zurück aus dem Trainingslager. Eine Woche später kamen sie nochmal auf mich zu. Ich habe gefragt, wann soll ich anfangen? Ja, einen Tag später habe ich dann beschlossen, meine Fußballkarriere zu beenden und mit einem Job anzufangen. Und was dann Verantwortung, sag ich mal, an mich zukam, konnte ich da noch nicht absehen. Ich musste erst mal anfangen und dann, ich bin in die Geschäftsstelle rein als Assistent im Vorstand. Der Verein war klein aufgestellt, man musste überall mithelfen, mitarbeiten, sich einbinden und überall anpacken. So bin ich dann 2010 in die Vereinsarbeit rein und so lernt man auch eine andere Art der Verantwortung zu tragen. Wäre für Sie der Trainerjob auch eine spannende Aufgabe geworden oder sind Sie eher einer, der hintenrum die Fäden zieht und die Kontakte knüpft und sozusagen gedanklich übergeordnet arbeitet? Ich habe mir in der Tat mal darüber Gedanken gemacht, eine Zeit lang, ob ich dann doch nicht der Trainer bin, aber ich glaube, ich bin mehr so jemand, der gerne im Hintergrund arbeitet. Ja, und nicht dieses tägliche auf dem Platz und ist schon, ein Trainerjob ist auf eine andere Art und Weise sehr anspruchsvoll und ich glaube, das bin ich nicht. Also es war mir relativ schnell klar. Ich habe es dann bei mir im Ort gemacht, in Meerbusch, ein Freund von mir im Verein geholfen, wo ich verschiedene Funktionen noch nebenbei gemacht habe, unter anderem auch Trainer. Aber ich habe mich da nie selber irgendwie wiedergefunden. Also es ist jetzt nicht meine Berufung, dass ich Trainer werde. Und Ihre Zeit in Düsseldorf auch spannend zu verfolgen. Von außen hat man so den Eindruck, Sie sind von Jahr zu Jahr von der Verantwortung, die man Ihnen überträgt, gewachsen. Hat sich dann so entwickelt. Ich glaube, wenn der Verein entwickelt sich, die Mitarbeiter, die Menschen und klar, die sind jetzt immer wieder auf mich zugekommen und dann mir mehr Verantwortung gegeben oder mehr Aufgabenbereiche. Aber ich habe da jetzt nie wirklich das verlangt oder nachgefragt, sondern das gemacht, was mir zugetraut wurde, was mir auferlegt wurde, worum ich gebeten wurde und versucht dann immer das Beste zu machen. Und jetzt in Nürnberg die logische Konsequenz, der nächste Schritt, nochmal mehr Verantwortung, ist das dann jetzt so die Stufe, wo Sie sagen, Traum? Träume habe ich andere. Ne? Es ist ein Job, ich bin sehr glücklich, im Fußball zu arbeiten, ne? weil ich das immer schon irgendwie als große Leidenschaft gesehen habe. Und wenn ich arbeite, versuche ich meinen Job zu 100% zu erledigen. Jetzt ist es mehr Verantwortung durch die Position und bin schon sehr, ja, also ich will jetzt nicht sagen stolz, aber ja, glücklich, stolz, ich weiß nicht, vielleicht fehlt mir das richtige Wort, aber ich bin froh, hier zu sein. So, diese Verantwortung auffällig bekommen zu haben und der will ich gerecht werden. Es ist mein Anspruch, dass ich dem, was ich mir vorgenommen habe und die Hoffnung oder der Glaube, die andere Leute in mich setzen, will ich erfüllen. So, jetzt bin ich hier geht das an, das Thema. Sie haben beschrieben, Sie sind ein Teamplayer, aber trotzdem muss man ja, wenn man die Verantwortung trägt, auch Entscheidungen treffen. Wie gern treffen Sie Entscheidungen? Täglich. Und
die müssen getroffen werden, anders geht's nicht. Ne? Und man darf sich da nicht wegducken oder weglaufen. Man muss sie treffen, man wird auch nicht immer richtige Entscheidungen treffen. Man macht auch Fehler. Aber man muss versuchen, die Fehlerquote zu minimieren oder auch die Fehler, die man gemacht hat, nicht zu wiederholen. Man muss zu seinen Fehlern stehen. Man darf nicht die ganze Zeit über Fehler reden. Man muss immer nach vorne schauen und gucken, dass man gute Entscheidungen trifft. Und immer im Sinne des Vereins. Sie beschreiben ja, Sie haben sicherlich einen Job, der einen voll einnimmt und voll erfüllt. Wie kommen Sie da wieder runter von den Momenten? Wie können Sie abschalten? Ich sehe das gar nicht als so eine große Anstrengung. Wie gesagt, ich mache das gerne. Ich sehe da keinen Stress. Und wenn man was gerne macht, dann muss man auch nicht abschalten. Es gibt so vielleicht ein paar Tage im Jahr, wo man dann das Handy ausmacht, wo man dann doch die Aufmerksamkeit anderen Menschen geben muss. Ich habe eine große Familie. Die brauchen auch Zeit mit mir und wollen Zeit haben, exklusive Zeit. Und da kommt der Verein dann an die zweite Stelle vielleicht oder die Aufgabe im Verein. Aber das kann man ganz gut timen. Und dann ist das vielleicht das, was man sagt, abschalten. Ne? Aber wenn man 3 Kinder, 2 davon Teenager sind, die Zeit mit denen ist jetzt nicht wirklich abschalten. Ne? Da geht es auch rund. Neben Familie und Fußball gibt es noch was anderes, was Sie in den Bann zieht? Nein. Das ist mein Leben, Familie und Fußball. Mehr habe ich nicht. Schauen wir mal ein paar Jahre voraus. Welche Schlagzeile würde Sie... jetzt nicht stolz, also da fällt mir jetzt auch das Wort, das Sie vorhin gesucht haben, glücklich machen vielleicht in 5 Jahren. Heute in 5 Jahren. Ja, ist schon weit weg, ne? So weit denke ich jetzt nicht. Nee, weiß ich nicht. Hätten Sie eine Schlagzeile im Kopf in einem Jahr? In einem Jahr. Der Club wäre. fiese Frage. Ja. Club ist gerüstet für den Klassenerhalt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Bedanke ich mich ganz herzlich bei Robert Palikutscher. Schön, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Danke. Gerne. Dankeschön.